Christo! Hallo? Ja, was machst du denn hier? Ich bin auch da. Spricht man eigentlich hier eher so rein oder so? Von der Seite oder ist es egal? Oder von hinten? Das ist egal, aber nicht, bitte nicht aufessen, so wie Maxim. Maxim hat das Ding schon im Mund gehabt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, mein Name ist Kalle. Neben mir sitzt Blätterman und wir wollen heute wieder mal ein kleines LOL-Coaching machen. Von einem Platin-Spieler. Hey, sag das nicht so! Und von daher wollen wir uns heute einen alten Lieblingschamp von dir angucken, Elise. Sogar noch aktuell. Ich spiele die gerade wieder richtig viel. Ja? Ja. Geil, das heißt, du weißt, wie es geht. Ja. Unnormal. Ah! You acting kinda shady, ain't calling me baby. I'm running game, say my name, say my name. Oh, I'm kinda shady, Alter. So, Elise, natürlich immer hoffern. Achso, wir können schon mal auf Runen gehen. Das ist sehr wichtig, weil ich sehr scheiße in sowas bin. Also, ich brauch lange. Aftershock, nee, nicht Aftershock. Der Electrocute war schon richtig. Ja. So, und dann gehst du entweder, da bin ich immer am Überlegen, ob ich die linke oder die rechte jetzt nehme. Weil einerseits hast du ja deinen Q, was so ein kleiner Gap Closer ist. Ich tendiere eher zur linken Seite, also zu dem Cheap Shot, genau. Okay. Dann beim nächsten kannst du machen, was du willst, je nachdem, wie du spielst. Ja, und dann da Move and Speed. Und gehst dann auf Triumph, ja, und dann gehst du ganz oben links. Guck dir gerade. Okay, ja. Was mache ich hier? Weil ich muss jetzt schon picken. Attack Speed, Damage, Rüstung oder Leben. Ich würde Leben nehmen. Das ist noch nicht ausgewählt. Ah doch. Das ist wohl, ja, Alter. Sorry, Mann. So, Lock-in. Okay, ich bin jetzt da. Ich habe jetzt einfach Machete gekauft. Und dann rennst du einfach zum, nämlich das W? Wenden. Ja, du fängst mit B an, aber Skill noch nicht. Und ich stell mich eigentlich immer ein bisschen weiter dahin. So, damit man sieht, wenn ja, die genau, Ecke kommen. Ne? Falls die um die Ecke kommen. Mhm. Und halt immer in Bewegung bleiben. Wie mache ich das denn jetzt? Ich werde das jetzt hier aktivieren und dann ulte ich wahrscheinlich direkt, ne? So, damit ich die kleinen Bitches habe. Nee, du machst zuerst den W rein bei, sagen wir, 1,26. Schickst du den nach hinten in das Pit. Und dann machst du erstmal mit der großen Form Autotext. Okay, das war ein bisschen zu gut. Und dann kannst du halt genau so machen. Warum krieg ich jetzt hier ein Fragezeichen? Weil nicht. Ich glaube, weil der W halt nicht getroffen wird. So, kannst ein Port rein. Du hast 1,26 gesagt. Naja. Ja, Splatterman, meine Damen und Herren. Geh ich wieder zurück? Ja. Also Human Form, dann machst du Q, W, dann ziehst du ihn raus, genau. Und jetzt gehst du quasi immer hinter dem Golem rechts und links rum, damit der Kleine dich nicht fokussiert, wenn deine kleinen Spinnen weg sind. Okay. Also jetzt immer rechts. Schmeide ich hier irgendwann mal, oder? Nee, nee. Wie läuft denn das? Also ich will ja quasi die Spinnen gleich wieder haben. Ja, jetzt kannst du dich zum Beispiel wieder zurückverwandeln. W rein, dass du alle triffst. Q und dann wieder in die Spinnenform. Jedes Mal, wenn du halt einen Spell in der Human-Form triffst, kriegst du eben wieder einen Spinnen, ja, in der, okay, Spinnenform. Ich nehme mal einen Pot, ne? Ja. Bin ich schneller in der Spinnenform? Ja, ein bisschen. Ah ja. Noch ein Vorteil, den wir jetzt haben, dass wir Elise spielen, ist, K6 hat ja immer erhöhten Schaden auf einzelne Ziele. Mhm. Wenn du in Spinnenform bist, hast du immer was um dich rum. Das heißt, ich werde nicht isoliert? Genau. Das ist ja ganz geil. Ich glaube, was mir immer aufgefallen ist, ich glaube, ich fand immer, dass Elise ein geiler Champion ist, konnte die aber nie spielen. Weißt du warum? Warum? Ich hasse Spinnen. Ich habe richtig wieder. Ich finde das richtig. Ich fange an zu kotzen. So, was kaufe ich mir? Ja, du kannst, also wie du siehst, die Lanes sind alle gepusht. Du kannst nicht wirklich ganken, du könntest halt Tower diven. Deswegen immer, wenn du bei den Camps bist, kannst du mit den F-Tasten halt zwischen den Charakteren hin und her schalten, um zu gucken, okay, wie sieht es bei denen aus auf der Lane? Und dann kannst du halt entscheiden, weil Elise halt super stark early ist zum Tower diven. Ob du halt da für so ein Play gehst. Ich mache Q-Max, ne, hast du gesagt. Genau, so, und jetzt könntest du zum Beispiel auf die Lane gehen, auf einen Lane-Gank machen. Wenn du mal schaust, wie die Leben von den Gegnern sind. Oh. Ja, guck mal, das ist schon ein Gage. Flash, E, Flashy. B, Q, genau, alles rein. Sehr, geil! Sehr gut. Und da kannst du fighten, fighten. Ping und fighten, Du kannst, ja genau, alles rauf. Und wenn es knapp wird, drückst du E, dann gehst du in die Luft. Das war jetzt noch nicht so wirklich knapp. Ja. Auf den Kartix und raus, denke ich. Ich glaube, da kannst du nicht machen. Oh, shit. Ja. I'm dead. Ah, das E habe ich, glaube ich, zu früh benutzt jetzt. Genau. Du hast, also ganz wichtig, die Combo, die du machst, ist meistens, du drückst zuerst W, EQ, weil der W braucht ein bisschen, um loszulaufen. Ja. Dann hast du den E als CC, den Q hinterher, dann Spinform, QW. W, EQ, Spinform, QW. Genau. Okay. Kartix ist jetzt halt Todesfett. Top Lane Side im Jungle. Das kannst du halt auch immer pingen und sagen. Also das finde ich halt als Jungler ist eigentlich die wichtigste Aufgabe, dass du den gegnerischen Jungler halt auch trackst und weißt, wo ist er als nächstes. Jetzt kannst du nämlich zum Beispiel oben hingehen, in den Busch, in den Freibusch. Und wenn der Kha'Zix kommt, kannst du ihn direkt fighten. Okay. Meinst du, der kommt jetzt hier? Ich glaube, der kommt jetzt, ja. Bei Mundo ist reingepusht, Nasus ist am Tower und der hat den, guck, da ist er, mit Spicy. Alles drauf, Smite. Ah, ja, das war super knapp. Splatterman, meine Damen und Herren. Ihr könnt ihn jetzt Tower da
E, W, Q. Und dann mit dem Q rein. Okay. Kannst du auch fighten. Kannst auch den noch fighten. Ah, nee. Das, den E immer benutzen, um also quasi die Tower-Aggro zu resetten. Hab ich gerade. Ich hatte Tower-Aggro. Du hast es nur nicht gehört. Ja, okay. Du kannst dein Pinkwort jetzt halt irgendwo placen, wo es für dich am sinnvollsten ist. Entweder du machst es halt im River. Machst du wahrscheinlich. Ich mache halt immer richtig gerne Deep Wards. Zum Beispiel gegenüber vom gegnerischen Red Buff kannst du einen Pinkwort hinstellen. Vom gegnerischen? Ja, hier. Da üben, genau. Da wird quasi fast nie gecheckt. Ja, das war gut. Sicher zu gehen, dass er gut ist. Oh, hinter dir. Oh Gott. Hab ihn getroffen. Ja, mach das noch, mach das noch. Und. Ja, warte da erstmal. Kommen jetzt, aber du bist schnell genug raus. Geil! Oder mal. Ehre! Ja, den könnt ihr jetzt nehmen. Und auch da wieder bei 14.000, okay. Nee. Geh in Spinnenform. Ah, du bist in die Menschform gegangen. Was? Ich bin nochmal in die Menschform gegangen? Ja, du bist in die Menschform gegangen. Scheiße, Bruder. Du hättest mit dem E auf den Kasek springen können. Und du warst halt dann isoliert für kurze Zeit. Aber ja, die macht das noch. Das, oh, normal! Nee. Das darf doch nicht wahr sein. Aber ich habe wirklich reingeschissen, muss man auch mal ganz klar sagen. Ich habe noch Flash, ich bin in die Menschenform zurück. Aber dann manchmal drücke ich auch einfach, manchmal einfach so. Ja, aber das funktioniert diesmal auch ganz gut. Und dann ist das halt irgendwie auch vorbei. Ja, gut. Ah, er hat den Wort nicht bekommen, weil du ihn gezählt hast. Ehre genommen! Belohnt, allein! Ja, jetzt geh den Gänken, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh no. Okay. Okay. Jetzt bist du also isoliert, weil deine Spinnen nicht da sind. Ich glaube, du musst flashen. Ja, Spinnform, E. Und smite ihn. Und renn. Ah, schade, Mann. Oh, nochmal. Ja, das war natürlich super unlucky. So, jetzt kommt der Flame vom Mundo. Elise, ... Und der Mundo ist auch tot, oder? Das ist der Spirit. League of Legends, meine Damen und Herren. League of Legends. Toxic! 1-4 ist jetzt nicht optimal, sage ich. Du spielst ja auch das erste Mal. Das ist das Learning, was die Zuschauer bekommen. Das Ding ist halt, dass die das bessere Late Game haben. Mit Nasus. Wir kriegen jetzt gerade nicht. So, jetzt hier E, alles rauf. Genau, genau. What? Hast du die Ult von irgendwo? Ja, da habe ich natürlich jetzt. Ich weiß halt auch nicht. Das Spiel ist mega komisch. Die Gegner machen ja auch nichts. Gesichert. Ehre. Also du kannst jetzt noch Q reinsetzen. Oh, nein, nicht Ich hab doch schon längst geschossen. Mann, ich sehe das doch von hier nicht. Versuch einfach Q und Kaifen. Und jetzt musst du gucken, dass du rauskommst. Ja, sehr gut. Auf ihn drauf. Und Flash. Ja. Human Form. Ja, sehr gut. Oh Gott, der ist geflasht. Wo ist der hin? Der ist rübergeflasht. Du hast eh bald ab, aber das Ding ist, wenn du mit dem E auf ihn drauf bist, bist du tot. Na, der hat Mercs, ne? Nicht vergessen. Menschenform. Kann man jetzt drüber streiten, aber ich sehe auch noch nicht, dass das Spiel vorbei ist. Das ist es auch noch nicht. Da, die Uri muss jetzt halt gecatcht werden. Da muss jetzt das ist natürlich wieder... Ja. Das Spiel ist over. Also der Brand ist halt... Das Spiel ja, ist over. Ja, mach so deine Ulti an Twitch! Unnormal. Unnormal dumm. Ja, da kannst du runter. Wie? Oh, die Kasik. Jungform? Ja, Spinnform. Du hast das schon richtig gemacht. Geil! Und da willst du, glaube ich, nee. W in den nächsten Bus schicken. Ja, gut. Ja, genau so denke ich nämlich auch. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told about the blue sky and all that I can say. Was just the other lemon tree and I wonder! Okay, da ist ein Wort. Oh Gott. Ja, du kannst weiter. Kannst du dann E hinschicken? Ja, W, Q. Und töte ihn. Ja! Ja, Kalle! Ja! Und jetzt den Drake. Ping den Drake. Vergiss nicht, du hast Execute und Smile. Ich hab alles falsch gemacht, aber ist egal. Alter, wie schnell die läuft. Der kommt. Und hier auch die Kleinen.
Schon wieder Solar-Cosplay da. Oh. Und Flash, 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 Flash. Auf die Pflanze, auf die Pflanze, auf die Pflanze. Kann ich nicht. E. E. Du hast noch Zonias nicht vergessen. Und Zonias, okay. Nee, das war okay. Du warst halt in dem Nebenfall. Wir haben das gerade gut gemacht. Ja, das war richtig gut. Oh Gott. Und den Fighten, ja. Ping ihn. Okay. Jetzt dab auf ihn. Mach Steuerung R. Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Nee. Sie haben surrendered! Irgendjemand ist AFK! Der Jin ist AFK! Der ist er wohl. Ja, also. So spielt man Elise. So spielt man Elise, damit. Am Ende kommt der Surrender-Bot sowieso. So. So läuft's. Qualified for Update Promotion hier, Sirius, Alter. Unnormal belohnt. Ja! Ja, meine Damen und Herren, wir haben auch beim guten Splatterman-Video aufgenommen. Bronze the Bravery. Das war auch ziemlich witzig. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ist auch jetzt in diesem Moment schon auf seinem Kanal online. Einfach, ich verlinke das hier gleich in der Endcard auf jeden Fall. Und abonniert gerne Splatterman. Guter Mann, da kommen jetzt wieder viele Videos momentan. Ja. Und auch das letzte Master Yi-Video hat mir sehr gefallen. gönnt ihm, ja? Seid mal Gönner. Okay, haut da rein. Tschüss. Ciao, ciao. Willst du noch jemanden grüßen? Meine Mutter. Tschüss. Thank you.